Hallo Menschen und herzlich willkommen zu ein paar Runden Pistolenschießen. Quest Stir Up steht auf dem Programm und hat mir dieses Mal richtig das Genick gebrochen. Im letzten Vibe ging's viel einfacher irgendwie. Habe ich zwar später gemacht im Vibe selbst, also in der Season, hatte aber bessere Munition. Ja, und dieses Mal war es halt richtig, richtig krass. Die ersten zwei Pistolenkills gingen easy von der Hand, waren auch nicht so erzwungen. Aber der letzte, den dritten, wollte ich übelst erzwingen. Und was dabei rausgekommen ist, seht's euch an. Viel Spaß, bis dahin. Euer Senseless. Moin Leute und herzlich willkommen. Wir versuchen heute mal ein paar Pistolenkills zu machen. Dazu wollte ich ursprünglich rüber ins Dorf, dann hat es mich aber gepackt, weil ich noch was brauchte fürs aus dem Emmercom-Lager. Weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ich glaube, ja so ein Gas Analyzer, den da habe ich mir den Arsch blutig gesucht für das Teil. Hatte ich dann, man braucht ja drei Stück. Den letzten hatte ich dann gefunden, als ich einen Spieler erschossen hatte auf Interchange. Aber da, bis dahin ist es noch ewig weit hin. So, wir sind erstmal am Emmercom. Da höre ich auch schon die ersten Steps. Da ist also noch einer. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Scav war oder ein Spieler. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und deswegen, hier wurde auch schon gelootet. Okay, es war ein Spieler, definitiv. Da ist er auch schon. Schieß halt erstmal vorbei, als er so steht. So, und da liegt der Sportsfreund im Dreck. So, und dann versuchen wir unser Glück auf Factory. Schnell rein, schnell raus, dachte ich mir. Wunderbar, da vorne ist schon der erste Gegner. Und er gewinnt den Pistolenkampf. Scheiße. Also wieder rein, Factory. Gleiches Spiel, gleiches Ziel. Gehofft, dass hier gleich einer aus der Richtung kommt. Kommt auch schon einer mit blauem Helm. Ich habe leider in meiner Hektik nicht gesehen, dass es ein Scav war. Ich wollte den Kill. Ich war so angefixt. DMC killen. Ja. Und hier war es mir klar, denn, dass es bloß ein Scav war. Schade. Ich habe halt den blauen Helm gesehen und dachte mir, ja, passt, 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 passt. Alter, wie kann ich mit der Pumpgun vorbeischießen? Das gibt's doch gar nicht. Vom Scav erschossen. Ein Trauerspiel. So, wieder rein. Gleiches Spiel, ihr kennt das ja. Steps überall. Hier hat schon von links ein Scav. Hier hat schon ein PMC gekillt. Nächstes Scav. Ja, und da vorne hängt der PMC noch in seiner Ecke an dem Spawnpunkt. Und ich dachte mir, wann, wenn nicht jetzt? Also kurz geguckt, dass mir keiner in den Rücken fällt. Magazin gecheckt, halb voll. So, und dann kann's losgehen.
Ja, und das war's. Ich hatte die Schnauze voll von Factory und hab wieder mal mich für eine Nacht ran auf Customs entschieden. Ach so, ja, übrigens, den ersten Pistolenkill hatten wir ja schon in einem anderen Video. Den kennt ihr ja schon, hoffe ich. Und habt den daher hier nicht nochmal mit reingeschnitten. So, dann auf zur Old Gas Station. So, und von da aus soll das weiter Richtung Lootklumpen, also wie sagt man ja, Fort Knox gehen und dann Drogenbude. Und hier aufpassen, hier sind Sporen. Und ich höre Blätter rascheln. Ich wusste aber nicht woher. Da kommt er von links. Hat ein paar Hits gekriegt, aber ich hab's vermasselt. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Hier sehe ich ihn auch gar nicht. Aber er sieht mich scheinbar. Trifft zum Glück schlecht. So, dann haben wir uns hier eine Weile belauert. Da hatte ich gedacht, ich sehe sein Gesicht, aber... Das war es leider nicht. Ich dachte, er guckt da durch. Und ich kann ihm direkt Head-Eyes verpassen, aber leider nein, war nicht so. Dann habe ich mich ganz leise an den Gebüschen vorbeigeschlichen, damit ich auch so wenig wie möglich Geräusche mache an den Blättern und Zweigen. Fällt nicht ganz so leicht nachts, wenn man nicht sieht, wie nah man schon dran ist oder wann der nächste Zweig kommt. Er war definitiv noch da. Definitiv. So viel wusste ich. Wusste bloß nicht genau, wo er war. Und er saß ja auch hinten im Dunkeln und war schon schwer zu erkennen. Falls sich jemand wundert, nein, Lampen hatte ich noch nicht. Das war noch relativ zeitig im Spiel. Und wenn, dann hast du vielleicht mal Glück gehabt, wenn du einen Scav ranmachst, dass du vielleicht eine Waffe mit einer Lampe bekommst. Aber auch selbst Scav runs habe ich so gut wie nie gemacht. Ich wollte progressen. Ich war so angefixt, vom Neustart, vom Vibe sozusagen, dass ich so gut vorangekommen bin. Und so gut soll das weitergehen. Mir fehlt halt jetzt bloß noch für diese eine Quest der eine letzte Pistolenkill. Und mein Gear und mein Geld wurde auch langsam knapp. Da kam noch ein Dritter mit ins Spiel. Ah, jetzt wusste ich auch, wo mein erster Gegner saß. Also schnell ran. Ich war natürlich zu langsam. Mein erster Gegner hat den zweiten schon erschossen. Hat er halt die bessere Position. Jetzt wollte ich pushen. Gib alles, dachte ich mir, komm, den kriegst du. Der war gar nicht so gut, glaube ich. Und er läuft weg. Er läuft weg, guckt mich an. Ich bin total zerschossen. Er läuft weg. Das war, wäre ein schöner, leichter Kill gewesen. Es war eigentlich relativ leichter Gegner, aber halt eben, wie die Situation manchmal so ist, recht ungünstig oder falsche Entscheidungen getroffen. Naja, jetzt wollte ich noch gucken, wo der andere liegt, habe ihn nicht gesehen. Der liegt dann aber weiter links an der Mauer im Schatten. Werden wir später gleich noch sehen.
Jetzt kommt auch einer hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Musste nur darauf achten, dass er mich nicht von den Bahnschienen oben sehen und erschießen kann. Dann nutze ich die Kunst der Stunde mal, um nachzuladen. So, die Waffen sind, oder die Magazine sind wieder voll. Und mein erster Gegner ist immer noch auf dem Gelände von Old Guess. Dann kommt wieder einer, jetzt wieder hinter der Mauer, haben wir von meiner Seite gesehen, links. Ganz schön viel Betrieb hier bei Old Guess. Da läuft der, den wir wahrscheinlich vorhin gehört haben, der Richtung Warehouse durchgesprungen ist. Ich habe gesehen, dass er sich hingelegt hat, er hat wahrscheinlich die Leiche gefunden, die der erste Gegner von mir erschossen hat, da vorne bei den Reifenstapeln. Er wollte looten, ich wollte eigentlich so schnell wie möglich ran, ich wollte aber auch nicht so laut sein, dass er das mitbekommt und aufsteht. Aber die Zeit, dass er mit Looten fertig ist und mich hört, wurde halt immer knapper. Und ich sehe ihn kaum halt. Ja, und er drückt mir eine rein und ja, auch dieser Run lief kacke. Ja, wir haben gerade nochmal die Zahlen gesehen, die Statistik. So, und jetzt sind wir so weit, dass ich keine Pistole mehr hatte. Das war jetzt die letzte Pistole. Mein Geld war auch komplett fast weg. Ich hatte, glaube ich, nur noch 500 Rubel. Und ich wollte diesen Kack-Pistolenkill, diesen letzten einen Pistolenkill wollte ich noch machen und griff dann zu etwas unfaireren Mitteln. Ich habe gesehen, hinten war die das Maklersboot ist offen gewesen, ist vorhanden. Dann habe ich mir gedacht, okay, positioniere ich mich hier. Dann kann ich eventuell noch die Leute, die jetzt hinter mir noch gespawnt sind, die auch hier rüber wollen und hier unten lang kommen, abfangen. Oder denjenigen, der zum Boot möchte. Aber hier kam auch schon einer. Ich musste also gar nicht mal so lange warten. Er war komplett nackig. Ich glaube, er wollte bloß da hinten irgendwie LKW markieren oder so. Tut mir ja auch echt leid, aber Leute, ich hatte so die Faxendicke. Entschuldigt zwar nichts, aber ich habe meinen dritten Kill gemacht und war glücklich.